Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rehbach, Landwirtschaftssimulator 22 und wir sind in Folge Nummer 9 und das wird die letzte Folge sein. Keine Sorge, Freunde, die letzte Folge für diesen Monat August, denke ich mal, denn ich bin ja hier im Glas drin und beobachte das Ganze und wenn wir jetzt mal darüber schauen, es ist nicht mehr viel, aber warum beobachte ich den Glas? Ihr ahnt es schon. Er fährt wieder mal hier komplett zurück, denn es ist wieder mal der Feldrand. Und da will er aus irgendeinem Grund, der Helfer, wieder komplett zurückfahren. Ich weiß nicht, ob es an den Bäumen liegt oder an was auch immer. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich setze den hier mal um. Ich habe dann vorne auch ein kleines bisschen schon mal Vorgewende gefahren, denn er ist dann nicht ganz nach hinten rausgefahren. Vermutlich wegen dem Verkehr. Aber wie gesagt, wir müssen immer ein Auge auf unsere Helfer werfen. Hier auf der Rehbach, auf dem wunderschönen Projekt. Und ich sehe jetzt gerade, zum Glück habe ich immer noch ein Auge drauf. Ja, ich habe das doch ein bisschen knapp angesetzt. So, Dele. Ich weiß auch nicht, warum der Alz immer da so ein bisschen was übrig lässt. Aber so sollte es jetzt passen. Auf der Rehbach. Den Ahnenhof spielen wir, den Hof, den der Kalle sich vorgenommen hat oder für uns vorgesehen hat, mit dem man hier starten soll. Mit dem Startequipment, da ist dieser Klaas mit dabei, der Arion 650. Hat, glaube ich, knappe 180 PS. Der kommt auf jeden Fall auch hier mit dieser Amazon-Kombi mit Kreiselecke soweit zurecht. Also da sind wir deutlich besser unterwegs als mit dem Fendt-Favorit, der hier steht. Und zwar steht er schon parat, um hier noch zu kalken. Die andere Wiese habe ich bereits gekalkt. Und jetzt machen wir hier noch diese Wiese. Dann sind wir soweit durch. Dann können wir den Kalkstreuer zurück auf den Hof bringen. Und anschließend können wir dann mit dem Düngestreuer noch das andere Feld machen. Und dann sind wir soweit, wenn ich das richtig beurteile, eigentlich durch. Jedenfalls mit der Feldarbeit für diesen Monat. Und dann gibt es nichts mehr zu tun. Haben aber auch jede Menge getan. Wie gesagt, wir haben hier 4 Felder abgearbeitet, geerntet. Und wir haben gedüngt, gekalkt, gepflügt und jede Menge andere Sachen gemacht. Und haben dafür auch gesorgt, dass es unseren Tierchen gut geht, unseren Kühen. Derer Zahl, ich glaube 15, wir haben. Aber soweit sind die auch okay. Ich mache mir da keine Sorgen, denn schauen wir mal ganz kurz in unsere Produktion. Hier die Silageproduktion läuft. 28.000 Liter haben wir bereits. Wir haben Stroh genügend, wir haben Heu genügend. Also sollte es auch keine, ja, uns keine Sorgen bereiten, dass wir mit unseren Kühen in den nächsten Monat kommen. Wir sehen auch Gesundheit, ja, die geht langsam nach oben. Und wir sind bei einer Produktivität von 70% und die Jungs und Mädels, die Mädels eigentlich nur, produzieren auch schon Milch und Gülle und auch natürlich etwas Mist. Zu wenig zum Düngen, zu wenig, um es auf die Felder zu bringen im Moment, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir nach dem nächsten Schnitt dann hier mit organischem Dünger arbeiten können, damit wir auch die Geräte, nämlich das Güllefass und den Miststreuer hier zum Einsatz bringen können. Apropos Miststreuer, wer sich für diesen Mod hier interessiert, der streut nicht nur Kalk und Dünger, sondern der könnte auch Mist streuen. Und das Ganze für wenig, wenig Geld findet ihr im Mod-Hub, den Lizard. Ja, ihr seht es. DCFCO 8000. Auf jeden Fall für den Anfang immer ein sehr, sehr gutes Gerät, wenn eben noch nicht so viel Geld ja auf dem Hof oder auf dem Konto vorhanden ist. So, jetzt fahre ich mal hier ein kleines bisschen weiter rüber und dann lassen wir den Helfer arbeiten. Schauen wir mal, ob er das hier sauber macht, ob er hier auch ordentliche Wände fährt. Vorgewände haben wir jetzt genügend, weil dann können wir nochmal schauen. Ja, hervorragend. Arion ist fast durch, noch eine Bahn. Das sieht soweit ganz gut aus. Wir schauen auch mal in die Übersichtskarte. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wo ist unser Feld? Wo ist unser Feld? Hier oben ist unser Feld.
So, und ja, also hervorragend. Natürlich muss das Feld auch gewalzt werden, aber ihr wisst, das mit dem Walzen, das schenken wir uns. Das wäre natürlich jetzt interessant, würden wir nicht Precision Farming arbeiten für unsere Grasfelder. Denn wenn man Grasfelder walzt, nicht in Precision Farming, wenn man den Mod nicht installiert hat, dann hat man ja automatisch eine Düngestufe. Das haben wir uns natürlich jetzt geschenkt. So, hier sehen wir, dass gekalkt wird. Hier drüben haben wir gekalkt, auch hier ist gekalkt. Da passt es, was jedenfalls der pH-Wert angeht. Und wir haben gedüngt. Wir müssen aber hier noch das Feld Nummer 13 düngen. Und jetzt gucke ich gerade, genau hier oben haben wir gedüngt, beziehungsweise gekalkt die 17. Aber dieses Eck lassen wir noch frei. Da wollen wir im nächsten Monat ja noch etwas, das Stroh bringt, zum Beispiel Gerste oder Weizen draufpacken. So, so schaut's aus. Also wir sind fast durch. Und ja, Umweltbewertung, Umweltbonus ist natürlich noch ein bisschen ausbaufähig. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier haben wir es. 48. Ja, er erkennt noch nicht, dass wir Stickstoff draufgepackt haben. Hier auch noch nicht. Okay. Okay, und das wird auch hier da oben bei der 13 genau das gleiche sein. Okay, sehr schön. Eigentlich nicht. Wir müssen gucken, dass wir hier hochkommen. Aber ich vermute, dass wir beim nächsten Schnitt hier von den beiden Grasfeldern oder beziehungsweise auch von allen Feldern, dann müssten ja die Bewertungen deutlich nach oben gehen, sodass wir dann, wenn wir im Winter unsere ersten Silageballen verkaufen wollen, nicht verkaufen. Wir wollen eigentlich eine BGA installieren. Ja, haben wir gesagt, wir werden diesen Bereich hier kaufen und dann kommt dann Ballenlager und eine BGA drauf und dann werden wir eine kleine Hof-BGA haben, mit der wir dann beginnen werden, Silageballen zu, ja, ich sage mal, zu verfeuern, in Anführungszeichen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann machen wir da Kohle und ich denke, da wird sich auch die Umweltbewertung entsprechend bemerkbar machen. So, wie sieht's aus? Hervorragend. Er hat seine Arbeit beendet. Wir könnten, nee, der ist schon oben. Hervorragend. So, da hinten ist der Streuer. Aber das machen wir dann mit dem Fendt. Jetzt schauen wir aber mal, wie weit ist denn der... Nee, oder? Ach du Schande, jetzt ist der Kalkstreuer leer. Okay, diesmal werden wir nicht fahren, sondern wir bleiben direkt hier beim Hof, bei unserem Händler des Vertrauens. Und dann werden wir hier einfach noch ein bisschen Kalk einkaufen. Kostet jetzt nicht die Welt. Ich freue mich schon auf diesen Bauplatz, wenn wir hier anfangen zu bauen, bauen, bauen. Ja, und irgendwann früher oder später werden wir auch anfangen, Milch zur Molkerei zu bringen, die hier gerade um die Ecke ist. Eigentlich könnten wir eine kleine Milchpipeline legen. So, und ich denke, ein Fass haben wir auch dafür. So, was brauchen wir? Wir brauchen nochmal, das habe ich jetzt übrigens auch gesehen, Big Bags. Wir müssen Big Bags nehmen, weil die sind nämlich etwas günstiger, 2000 Liter, als würde ich hier die Big Paletten nehmen. Das war mein Fehler, glaube ich, dass ich hier da diese Teilchen hier gekauft habe. Die Paletten, da sind es nämlich 450 auf 2000 Liter und bei den Big Bags, da kriegen wir für 350. Also kaufen wir schon mal zwei Stück. Das müsste passen. So, und bitte einladen. Dann machen wir nämlich das Feld auch soweit ready. Und ich bin jetzt mal gespannt im nächsten Monat, wenn dann das Gras wächst, bleibt dann der Kalk eigentlich dann auch sichtbar oder verschwindet der Kalk? Das Kalk, die Kalk. Ja, wir werden sehen. Denn wie gesagt, wir machen jetzt hier noch schnell ready und dann geht's ab. Aber ich denke fast, wir nehmen doch den Glas oben, um schnell noch zu düngen. Denn bis wir mit dem Fendt oben sind, ist ja auch schon wieder ein Tag vergangen. Denn der muss ja auf jeden Fall hier noch zwei Bahnen mit Sicherheit fahren, um zu kalken. Und dann sind wir tatsächlich für diesen Monat durch. 9 Folgen haben wir jetzt gemacht. Nur Felder. So. Genau, hier ist er stehen geblieben. Dann können wir hier gleich mal weiter losfahren lassen. Und ab die Post, mein Freund. So, da ist er. Er kann schon mal auf jeden Fall. Na, stellen wir da hin.
können wir da rückwärts? Ja, okay, da müssen wir sowieso drehen. Das müsste ja relativ zügig jetzt gehen. So, da müssen wir wieder weit, weit rausfahren. Jo, bingo. Ja, 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 das passt. Dann machen wir das schnell hier fertig mit dem Glas. Wir bleiben hier einfach in der Spur, das wird dann schon passen. Und wie gesagt, wir brauchen ja zum Glück für Gras nicht so viel Dünger wie jetzt zum Beispiel für Weizen. Ich glaube, Weizen braucht 180 oder sogar 200 Kilo pro Hektar. Während Gras ja nur so um die 60 Kilogramm pro Hektar. Sehr schön. So, dann fahren wir hier mal in die Kurve. Wir werden vermutlich noch ein kleines bisschen die Straße mitdüngen. Okay. Ein bisschen Dünger zu sparen. Jetzt muss ich erstmal die Hilfe wieder einschalten, damit ich auch was sehe. Können wir hier etwas schmaler düngen? Da den Vorteil haben wir ja hier mit dem Streuer. Bingo. Dann sind wir nur noch bei 30 Meter. Und hauen 186 Liter pro Minute raus. Kann das stimmen? Naja, wird schon passen, ne? So, ja, 48%. Ja, jetzt haben wir dann doch mit dem Dünger, den wir am Hof hatten, die zwei Paletten. Das hat jetzt uns doch gereicht für alle vier Felder, so muss man sagen, für alle vier Felder. Hervorragend. So, dann steigen wir mal aus, checken das Ganze. Kurzer Blick hier, der fachmännische Blick sagt uns, perfekter pH-Wert, perfekter Stickstoff und wir dürfen auch auf diesem Felde mit 122% Ertrag rechnen anstatt 125. Das heißt 24,1 Tonnen pro Hektar. Kann das sein? 24 Tonnen pro Hektar. Okay. So, Dele, mit dir fahren wir jetzt erstmal nach Hause. Obwohl, wir könnten auch mal testen, aber ich glaube nicht, oder? Klappt das? Wartet mal, warte. Wir könnten mal schauen, ob das auch hier mit dem Helfer funktioniert. Das würde mich jetzt interessieren, ob hier die Wege eingefahren sind. Ich habe mal letztens ein bisschen getestet, das hat nicht schlecht funktioniert. Aber die Frage ist, kommt der hierher? Setzt sich in Bewegung? Und er versucht hier auf dem Feldweg zu bleiben, wenn ich das sehe. Ja, das ist ja auch schon mal wieder nicht schlecht. Ihr wisst ja, zumindest was die Bewegungen von und hin zum Feld bedeutet. Ha, aber er muss hier schon ganz schön arbeiten, ne? Also er muss hier schon ganz schön arbeiten. Mich wundert es immer ein bisschen, warum eigentlich, wenn doch der Weg eingefahren sein müsste. Oder sind die erst hier eingefahren? Okay, ja, ich glaube, das wird jetzt etwas besser. Sehr schön, dann schauen wir mal, was mit ihm hier ist. Dann schauen wir mal, was der Fendt sagt. Und wir behalten mal oben rechts im Auge, wobei wir könnten eigentlich auch die größere Karte machen, weil ich habe so einen bösen Verdacht. Ich habe einen bösen, und da ist es passiert. Genau, das habe ich mir gedacht. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Jetzt macht er die Rundumkennleuchten an. Spannend. Ja, der will unbedingt das Haus wegschieben. Okay, also das scheint nicht zu funktionieren. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Neubartelsagen. Da hatten wir auch so eine Kreuzung im Dorf und die hat auch immer wieder mal Probleme gemacht. War aber abhängig vom Fahrzeug, vom Schlepper. Das war das Interessante. Also auf jeden Fall hatte ich einen 1050er Fendt, der hat es nicht geschafft, um die Kurve rumzukommen. Da war immer so ein kleiner Felsen und an dem ist er hängen geblieben. Ja, das ist natürlich schon schade. So, hier müssen wir rein. Und dann können wir das Ganze da hinten ablegen. So, schauen wir mal, ob wir da reinkommen, ohne anzudotzen.
Und ablassen. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, und da hängen wir jetzt ein bisschen. Okay, jetzt kümmern wir uns um ihn. Also das müssen wir weiter beobachten. Ob wir hier mit Helfern arbeiten oder nicht. So, das Stückel müsste er doch machen, dachte ich mir. Also ich habe schon gemerkt, wenn man auf jeden Fall den Helfer von der anderen Seite ranfahren lässt, dann tut er sich da deutlich, deutlich leichter, als wenn er durchs Dorf muss. So, dann bringen wir den jetzt auch wieder zurück an den Hof. Augenblick, stopp. Ganz kurz auch hier checken, prüfen und bewerten. Hervorragend. Auch hier, ja klar, hier müsste gepflügt werden, aber das schenken wir uns. Das schenken wir uns. Was spricht er denn eigentlich? Ah, er zeigt nicht jetzt an, weil noch, glaube ich, kein Wachstum ist. Er zeigt nicht an, mit welchem Ertrag wir zu rechnen hätten. Okay. Aber letztendlich müssen wir es nehmen, wie es kommt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Also hier sind wir noch nicht lang gefahren. Aber ich weiß, dass es dort vorne bei der Pfütze, eigentlich bei den Pfützen hier immer, das ist ganz schön clever. Da hat es auf jeden Fall einen kleinen Schlag. Da müssen wir immer aufpassen. So, hier. Zack. Hier auch. Nee, hier nicht. So, jetzt kommt keine Pfütze mehr. Das passt. Sitzt, wackelt und hat Luft. Okay, dann fahren wir hier mit dem Fendt auch zurück zum Hof. Es ist 16.21 Uhr. Ich glaube, wir haben unser Tagwerk soweit beendet. Na, mir fällt gerade ein, wir müssen natürlich noch ein bisschen aufräumen. Und das heißt, wir sollten auf jeden Fall noch unseren, unsere Driller holen. So, wo stellen wir denn den jetzt hin? Ich glaube, den müssen wir hier drüben hinstellen. Neben den Grubber. Geht das? Passt das? Ja, das ist so eine Sache mit dem Fendt, ne? Also durch dieses Schalt, Lastschalt, Gedönsen-Palaber, da tut man sich doch ganz schön schwer, finde ich. Muss immer ein bisschen gucken, dass er nicht ruckelt und irgendwo dann dranhängt. So, aber so können wir es, glaube ich, erstmal stehen lassen. Wenn auch nicht schön, dafür umso seltener. Dann stellen wir den auch hier mal unter. Hervorragend. Dann springen wir nochmal rüber zum Glas und holen dann auf jeden Fall unsere Drille. Das sollten wir auf jeden Fall noch tun. So, rückwärts ist nicht so gut. Optipost. Ja, das muss auf jeden Fall das Ziel sein. Und da bin ich dann auch bereit, im Zweifel nochmal ein bisschen in die Tasche zu greifen. Also ich will auf jeden Fall einen dritten Schlepper. Und der sollte logischerweise auch... Warum hier der Glas immer so rumruckelt, das wundert mich auch. Vor allen Dingen, wenn ich hier bremse, dann ruckelt er immer so komisch. Ja, auf jeden Fall noch ein dritter Schlepper, der eine Automatik hat. Da tue ich mich doch auch einfach leichter. Das macht ein bisschen mehr Spaß. Hervorragend. Und somit wäre auch wieder eine Staffel im Kasten. Sudele. Das heißt, wenn wir in den nächsten Tag gehen, wird es auch eine kleine Pause geben, was die Folgen angeht. Denn ich konzentriere mich dann jetzt wieder die nächsten Tage natürlich auf die Streams, die wir ja haben. Und da haben wir ja zum Beispiel am Montag spielen wir ja die Map vom Yogi. Die Oberschwaben. Also wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Livestream LS22 und ihr wollt die Oberschwaben sehen, das machen wir in einem kleinen Big Farm Projekt, wobei das jetzt kein XXL ist. Aber auf jeden Fall wollen wir da ein bisschen die größeren Maschinen, die größeren Felder abarbeiten. So 4 bis 5 Hektar haben wir da im Portfolio. Und das machen wir dann immer am Montagabend von 20.30 Uhr bis 22 Uhr. Und wenn ihr dann doch wieder ein bisschen was Kleineres sehen wollt, aber auch eine Map vom Kalle, dann
guck doch mal auf der Alteiche rein. Da sind wir am Donnerstagabend unterwegs. Die Alteiche von 20 Uhr bis auch hier 22.30 Uhr, manchmal auch mit einer kleinen Verlängerung, je nachdem, wie es gerade läuft. Würde mich freuen, wenn ihr auch mal zuschaltet. Gar keine Frage, hier bei mir auf dem Kanal. Und dann schauen wir nämlich auch dann demnächst wieder weiter hier auf der wunderschönen Rehbach im Update, die hier der gute Kalle noch gebracht hat. Einfach nochmal ein bisschen hier modifiziert, zwei Höfe und noch ein paar andere Dinge, nämlich auch im Dorf selber das ein oder andere Gebäude ausgetauscht, damit das Ganze doch, ich sage mal, etwas stimmiger, homogener wird. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt dieser Hof hier sehr, sehr gut. Und die Rehbach als solches ist ja sowieso einfach eine der besten Maps, die es, glaube ich, hier für den LS22 gibt. Jedenfalls in der Spielweise, die ich gerne bevorzuge, in dem Gameplay, wie ich es gerne bevorzuge, passt das mir sehr, sehr gut. So, Freunde, das soll es gewesen sein. Wir machen den Motor aus und schauen uns hier nochmal ein bisschen ins Fahrerhaus. Nein, wir steigen aus und ich darf mich wie immer hier an der Stelle recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen, fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder mit dabei seid, wenn wir auf der Rehbach, der Oberschwaben oder der Alteiche unterwegs sind. Und bis dahin sage ich wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Baden-Farmer.